Heute sind wir wieder in den Alpen unterwegs. Genauer gesagt, Gotthardgebiet. Etna! Hey Etna, komm rauf! Etna! Ja genau. Wir sind jetzt von Göschenen, das ist da, wo das große Loch beginnt, wo viele von euch möglicherweise schon durchgefahren sind für in den Süden. Da sind wir gestartet, sind jetzt hochgewandert nach Andermatt, sind eigentlich schon weiter, jetzt schon fast im Hospental. Das sind 9,5 Kilometer bis jetzt. Wir werden über den Gotthardpass wandern, runter nach Airolo und dann mit Unterbruch weiter bis voraussichtlich Pellinzona. Genau. Spezielles heute mit Wanderfrau, mit Kamerafrau, sieht man dann noch, mit Wandermuse, meine Geliebte, hinter der Kamera im Moment. Ja. Später hoffentlich noch vor der Kamera. Ja. Gut, genug gelabert, los, hopp! Hinter mir gut zu sehen, die Tremola, das ist die alte Passstraße auf den Gotthardpass und natürlich wieder runter. Auf der Tessiner Seite, Etna runter, auf der Tessiner Seite ist es, Etna, ist es bis runter, glaube ich, oder bis fast runter, so gemacht die Straße, aber immer noch so, auf der Deutschschweizer Seite nicht mehr.
inzwischen haben wir die Passhöhe wieder hinter uns gelassen, haben uns den Bauch mit Coop Dänemark vollgeschlagen und Cola. Ja, das geht schon viel besser. Und jetzt geht's runter. Ich glaube 930 oder 970 Höhenmeter insgesamt. Da oben war der Pass. Und da, ups, mal schauen, ob man es sieht. Da geht's runter. 930 oder 970 Höhenmeter, 7 Kilometer insgesamt. Etwa einen sind wir schon gegangen. Ja, jetzt geht's runter nach Airolo. Und dort erwartet uns eine Dusche und irgendwas mit viel Fett und Salz im Essen.